So sieht's aus. Achso, ja genau, müssen wir natürlich hier den Kollegen hier drauf schieben. So, wir müssen den Kollegen da drauf schieben. Oh, drei Stunden später. Oh Mann, oh Mann. Also wer es noch nicht verstanden hat, wir müssen den Kollegen da drauf schieben. So. Einmal, jetzt haben wir nämlich die Halterung des Fasses auf der einen Seite schon mal kaputt gemacht. Jetzt kannst du nämlich da reingehen in das Fass. Richtig, aber nicht von der Seite. Nein. Ja, super. So, jetzt müssen wir gegenlaufen. Müssen wir schon gegenlaufen? Ja. Nein, es geht ja noch nicht. Es ist ja noch fest. Ach, ist auf der anderen Seite noch fest, ne? Ja. Wir hätten doch direkt auch hier hingekonnt. Ich habe mich da täuschen lassen von dem Pilz, der da rumgelaufen ist. So, jetzt kann sich das fast nämlich drehen. Jetzt haben wir unser Bestätigungstildedin gehört. Das Tildedin, ja. Ja, das Tildedin. So, es gibt mehrere. Huch, Kindchen, das Fass hat sich bewegt. Genau, wir gehen jetzt. Das ist auch sau gut gemacht, finde ich. Ja. So, wir gehen jetzt erstmal weiter und gehen hier durch. Das kriegen wir noch nicht auf, aber hier können wir alles. Aber wir haben auch keinen Schlüssel, ne? Ich glaube, wir wollen nämlich erst nach links. Links so, unten? Links unten wollen wir. Okay. So, warte mal. Oh, muss der jetzt hier langlaufen? Es ist unglaublich. Ja, komm, ich gehe hier rein. So. Jetzt aber. Sehen wir schon. Ich muss mal wieder einen Pilz benutzen. Jawohl. Damit wir da rüberkommen. Blauen Rubin erhalten. Toll! Dungeon-Karte erhalten. Blaue Räume hast du bereits betreten. Ein Raum, der blinkt, zeigt an, wo du dich gerade befindest. Wähle ein Stockwerk mit dem Steuerkreuz aus. Genau, das machen wir entsprechend dann hier über die Menüfunktion. Und da sehen wir, der Dungeon ist insgesamt jetzt nicht so riesig. Ja. Das kriegt man auf jeden Fall hin. Ich trinke mal gerade einen Schluck. Mach das. Dann einmal den Stein verschieben. Ich glaube, den konnte man nicht schieben. Dann musste ich nochmal mit dem Pilz rüber teleportieren, glaube ich. Wir müssen eigentlich noch eins weiter nach links. Okay, ja, dann dürfen wir uns, hier sind nämlich, hier ist eine Abtrennung, dann dürfen wir uns jetzt nur bis hierhin schieben. Wenn ich jetzt nicht da hinten wieder ins Wasser laufe. Weil da holen wir uns jetzt noch einen Schlüssel. Ach. Diese Fliegen hier sind auch ziemlich nervig, diese roten. Ach, da ist. Wenn wir doch nur etwas hätten, was wir auf den Schalter stellen könnten. Ja Mensch, was könnte das denn sein? Eventuell die Truhe hier. Der Krug. Ja, das ist klar. Es ist keine Truhe. Ich habe deinen kritischen Blick schon wahrgenommen. So, die Kollegen müssen wir doch hier tun. Drücke und halte R, um Dinge zu greifen. Drücke zusätzlich das Steuerkreuz, um etwas zu ziehen oder zu schieben. Das ist, als ob wir das nicht schon längst machen mussten. Ja. Ja, nee. Muss was anderes machen. Ziehen. Ah. Nochmal ziehen. Und jetzt ziehen. Ziehen. So, mit dem Schuh drauf. Kleinen Schlüssel erhalten. Eröffne verschlossene Türen und Barrikaden in diesem Dungeon. So, dann wollen wir jetzt bitte zurück in den Fassraum. Wollen wir das? Ja. Okay, wenn du das sagst. Ja. Dann wollen wir das. Und im Fassraum. Herzteil ist später. Genau, von oben kann man den nämlich schieben. So. Jetzt müssen wir rechts hoch wahrscheinlich. Ne? Ja. Da war nämlich noch eine Tür mit Schlüssel. Rechts hinaus. So ist es. So, auch hier sehen wir wieder, was wir im Prinzip machen müssen. So, ich denke mal, wir jetzt in die Richtung ziehen. Ich glaube, da muss man komplett. Zack.
das denn hier? Da musste man... eine von den Statuen musste... Musste denn hier? Die andere müssen wir nämlich, glaube ich, nach rechts ziehen und müssen dann mit der... Alter, was kommt denn hier also runtergefallen von der Decke? Hallo? Schnigel. Der Raum ist ja auch gar nicht angezeichnet. Scheint wohl selbst erklärt zu sein. Das ist doch, der müsste aber eigentlich da sein. 12, 13. Ach, wir müssen hier noch weiter, ja, natürlich. So rum war's. Wir müssen die hier einmal noch ziehen, eins genau. Weiter schieben, ziehen und die andere jetzt ganz rüber schieben. Richtig. Fantastisch. Du hast jetzt den Schlüssel. So, die müssen wir. Ja, die müssen wir erstmal alle hier kaputt machen, die Kollegen. Um einfach nochmal den Schild ein bisschen zu featuren hier. Echt mal. Kleinen Schlüssel erhalten. Eröffnet verschlossene Türen, Barrikaden. Jetzt müssen wir, glaube ich, nach links weiter. Und hoch. Genau. Nunne. Und dann nach links. Und dann als weiter nach links. Stimmt, hier können wir nachher mit dem Krug schön Rambazamba machen. So, wir wollen... runter. Jetzt kommt der erste Zwischengegner. Richtig. Falls ich mich nicht so doof anstelle, in diesen Raum zu gehen. Oh ne, wir müssen aber oben lang. Haben wir, wir haben noch einen Schlüssel, oder? Ja, wir haben einen Schlüssel. So. Den Kollegen hier kann man nur am der Nase treffen. Schnell nach hinten. Oh, lauf halt! Ja, das war ja gar nichts. Das ist ziemlich uncool, hier an den Netzen das zu machen. Kleine Kiste. Den magischen Krug erhalten. Drücke den Knopf, um den Sog zu aktivieren und lasse ihn los, um das Angesaugte wegzuschießen. Lege das Item entsprechend im Menü drauf. Das machen wir jetzt auch direkt mal. Das ist nämlich ein ziemlich cooles Teil. Das legen wir uns jetzt mal auf A und können nämlich jetzt hier die ganzen Spinnweben wegsaugen. Juhu. Wir mussten erstmal runter, glaube ich, ne? Ja. Das ist ein Herzteil, genau. Vier Herzteile ergeben ein Herzcontainer. Und dann gehen wir zurück zu unserem Fass. Weiter genau, und hier können wir jetzt erstmal richtig schön. Alles aufsammeln und da sehen wir nämlich schon, da kommen nämlich manche Sachen hier zum Vorschein. Truhe mit mysteriösen Muscheln. Wozu so, was wohl gut ist. Noch mehr Muscheln. Das wozu so, was wohl gut ist. That's a thing for another story oder so. Noch zwei. Und wir sehen, wir haben den ersten Warp freigeschaltet. Mhm. Die Kollegen hier so ein bisschen ins Land der Träume geschickt haben, dann kann man sie auch kaputt machen. Ganz, ganz dizzy. Dizzy. Du saugst ja die Lebensenergie aus ihm raus. Die werden ja ganz blass. Ja, das ist richtig. So. Die Armen. Hier runter? Nee, wir mussten ins Fass. Obwohl, wir konnten hier das Fass. Ist das der Fassraum? Ist das der Fassraum? Ja, das weiß ich doch nicht. Jetzt weißt du es.
So, und jetzt können wir nämlich, wir haben es eben hier schon gesehen, jetzt können wir nämlich das Ding auch hier aufmachen. Und dann können wir runterplumpsen. Und dann kann man runtergehen, ganz genau. Ja. Das ist einfach geil gemacht, also alles, was recht ist. So ein Pech. Ohne passendes Transportmittel kommen wir nicht weiter. Ja, und wir wissen natürlich, was wir machen müssen. Und das Ding benutzen wir jetzt als Antrieb. Das müssen wir erstmal ein bisschen üben. Aber das geht schon ganz gut. Ja, sieht gut aus. Macht das fantastisch. Ich glaube, wir mussten erst hier rein. Genau. Wo, wahrscheinlich unten lang. Ja. Dann da oben den Krug. Erstmal hier oben den Kollegen kaputt machen. Nein. Ach. Ach, Zelda. Link. Ach, Zelda. So. Schön macht's. Am schönsten wird's, wenn wir die Krüge mit dem Schwert kaputt schlagen kann. Da freue ich mich jetzt schon drauf. So. Dann einmal rechts weiter. Komm, Meister. So, jetzt mussten wir hoch, glaube ich, ne? Kannst du mal, dann können wir da nochmal ein paar Shades einsammeln. Obwohl, ne, warte mal, wir können ja hier rüber erstmal die Truhe. Kleinen Schlüssel. Der ist wichtig, ja. Theoretisch kannst du den schon jetzt da ein bisschen vakuumisieren und dann ein paar Shades sammeln. Aber dann müssen wir zurück. Mysteriöse Muscheln. Nein, so viele mysteriöse Muscheln. Mhm. So, dann müssen wir noch die Kiste da, die rechts mitnehmen. Mhm. Wo willst du denn? Nein! Achso, können wir die direkt schieben hier? Müssten wir eigentlich können, ja. Also. Schrei's nicht. Da ist der Kompass drin. Ah, der Kompass. Was macht der Kompass? Der zeigt an, wo der Bossraum ist. Und der Boss-Schlüssel und die Kisten. Richtig. Und da sehen wir schon den Boss. Hm. So, jetzt kannst du wieder auf dein Blättchen. Na endlich. Und dann wieder in den ersten Raum zurück und... Ich sehe es nicht allen Ernstes an der Ecke da ins Wasser gefallen. Ah, du bist klein. Ja, ich weiß, ich bin ein Minisch. Und zierlich. Minisch größenmäßiger Mensch. So, und hier beim nächsten müssen wir jetzt, glaube ich, hoch dann als nächstes, ne? Genau. Erstmal in den Raum, wo wir zurückfallen und dann da nach oben. Nach oben! Haben wir. Fantastisch. So, und wie kommen wir hier jetzt weiter? Wir können dieses Teil einfach benutzen, um den Pilz zu uns zu ziehen. Haben wir das nicht schon mal gemacht? Nee. Und das war zu weit. Ich bin mir ziemlich sicher, das haben wir schon mal gemacht. Ich glaube nicht. Okay. Du bist älter, du weißt mehr. Nee, das stimmt auch nicht. Da kannst du voll Lutze geben, wenn du willst. War aber knapp. Knäppchen! So, großen Schlüssel erhalten, der öffnet große Schlösser. Wer hätte es gedacht? Und da ist der rote Teleporter. Und den können wir eigentlich auch direkt benutzen.
Das machen wir jetzt auch. Weil jetzt können wir nämlich hier die Spinnenweben wegwischen, links und rechts. Wir nehmen die linke Tür. Dann tue ich das doch auch. Kommen wir hier noch weiter? Nee, ne? Ich glaube nicht mehr. Ne. Jetzt sehen wir schon die rechte Tür. Vorher mache ich mal eine Sache. Speichern. Also nur so for safety reasons, weißt du? Wir haben noch nicht einmal gespeichert. Meinst du, du scheiterst schon am ersten? Ich will es nicht hoffen, man will es aber ja auch nicht beschreien, ne? So. Schön. Ach ja, genau. Einmal darüber. Mal in ihres Amtes. Einmal nicht Pilze zu weit in die Richtung. Ich glaube, man kann nicht weiter. Also, glaubst du? Ja. Okay. Ich will es aber jetzt auch nicht ausprobieren. Macht Sinn. Und so, dann sind wir schon beim Boss. Aber ich habe kein Herz verloren, trotz dass durch ins Wasser gefallen ist. Das ist halt kinderfreundlicher. Ja. Das ist nicht nur ein Kackendreis wie das andere. Schwere Zelda. So, und jetzt sehen wir, was passiert. Hm? Die Viecher, die für uns, als wir groß waren, noch ganz klein waren, da hat sich jetzt quasi das Blatt gewendet. Platsch. Bums, bums. Genau. Und sieht man jetzt mit dem... Versuchen, uns nicht von ihm treffen zu lassen. Ein kleiner Saugen. Sein klein Dings da kleinschrumpfen hier, sein. Oh, ja, ja, sag mal. Sein Fuß. So, jetzt wankt er. Oh, ja, ja. Hallo. Und wenn er sich gleich hinlegt, als drauf. Immer drauf da. Dass der teilweise echt lang braucht. Und auch nochmal diesen Rückstoß hat, wenn er das. Hast du eigentlich Kollisionsschaden, wenn du ihn berührst? Ja. Aber auch hier gibt es ja. Eieieiei. Ja, hallo, kannst du vielleicht jetzt mal aufhören zu springen, Meister? Hallo, geh doch mal zur Seite. Sag mal, entweder ist es mein Pet. Es ist immer das Pet. Es ist immer das Pet. Komm, fall. Ja. Gute alte Drei-Finger-Regel. Dreimal Mechanik machen, fertig. Ja, das war schon wieder der erste Dungeon. Genau, er ist, wie gesagt, zum Reinkommen sehr gut. Ein Reinkommer. Genau. Die Erde sieht aber ganz schön giftig aus. Erdelement erhalten. Das Erdelement enthält die Kraft der Erde, die Quelle allen Seins. Sein oder nicht? Und ich vergessen, den Herzcontainer mitzunehmen. Mhm. Zack, zack. Und dann wieder. Fantastisch. Raus. Gut, das Erdelement haben wir. Erzählen wir nur dem Ältesten davon. Das ist der Priester, nicht der Älteste. Du hast das Erdelement, obwohl es im Schreiben von Monster nur so wimmelt? Alle Achtung, Menschen sind so schon sensationell. Auch der Älteste wird staunen. Mal gucken, ob der staunt. Hm. Deine blutigen Messer. Danke, jetzt hast du es mir komplett verdorben, ja? Dieses kinderfreundliche Spiel. Diese süßen Minish. Ah, ihr habt das Erdelement gefunden. Du bist noch jung, aber deine Kraft und dein Mut sind beachtlich. Macht weiter so und das nächste Element beim sucht das nächste Element beim Gongolberg. Im Gongolberg lebt ein Mann namens Melta.
Unter dem Minish ist nur er in der Lage, das Schwert neu zu schmieden. Er wird das zerbrochene Schwert der Minish für euch reparieren. Ich werde ihn benachrichtigen, passt auf euch auf. Ich meine, sogar zwei blutige Dolche hinten dran. Ruft er den jetzt auf dem Handy an, oder? Er schickt eine Brieftaube. Ja, geht dort entlang, das ist eine Abkürzung durch den Wald. Der Älteste ist eine große Hilfe. Nun, dann bring uns doch gleich zum Gongolberg. Da können wir wieder groß werden. Ja, aber vorher gehen wir hier rein und reden mal mit dem Kollegen. Grüne Kleidung und eine komische Mütze. Bist du vielleicht der Mensch Reko, der das Erdelement gefunden hat? Also, die haben ja ganz schön... Die Brieftauben sind schnell bei den Menschen. Es ist also wahr. Ich habe schon von dir gehört. Ich bin Heureta, der Itemfinder-Erfinder. Ich erforsche alle möglichen Werkzeuge. Du findest keinen Weg zur Stadt, weil alle Wege versperrt sind. Ich gebe dir etwas Feines, das dir bestimmt weiterhelfen wird. Die Bombentasche. Bömmchen. 10 Bomben gratis dazu. Räume damit alles Mögliche aus dem Weg. So. Ja, geil. Jetzt machen wir uns erstmal wieder groß. Man kann diese Dings, wenn wir uns hier jetzt klein machen, auch wenn man zweimal R drückt, abbrechen, dass man dann direkt daneben steht. Also man muss sich nicht jedes Mal diese Animation angucken hier. So, hier sind diese Windelemente. Träger der heiligen Macht des Windes Flügel mögen nun auch dich tragen. Portstein. Was war das denn? Es ist explodiert. Kindchen, auf dem Boden ist dieses merkwürdige Mal. Was könnte das denn bedeuten? Ich habe Leber selbst. Ich habe leider selbst keine Ahnung. Sehr rätselhaft. So, hier kommen wir auch nur als Minish rein. Aber ich glaube, das ging jetzt noch nicht. Da haben wir jetzt unsere Bümschen. Genau. Bomben erhalten. Sie gehören in die Bombentasche, wer hätte es gedacht. Juhu. So, östlicher Hügel. Da haben wir wieder so einen grünen Katapultierpilz. Genau. Möchtest du mal weiterspielen, Sascha? Können wir machen. Ich überlege gerade, ob wir uns hier dieses eine Herzteil, was vor dem Tempel gewesen ist, schnell noch holen. Leite Emisch. Du bist jetzt im östlichen Hügel, war das, gell? Gucken. Genau, dann gehst du mal in die Höhle hoch. Also hoch. Ah ne, du bist ja schon rübergesprungen. Okay. Kann auch wieder zurück. Ja, da kommen wir im Moment nicht weiter. Genau, mal hoch. Hoch und dann links. Da kannst du mal die Bäumchen ausprobieren. Leider, aber ich brauche Schwert auf A. Ja, mach doch. So wie du gut zurechtkommst. Noch mehr Muscheln. Genau. So, dann gehst du mal die Treppe hoch. Die Diamanten da unten. Wer den Rubin nicht ehrt, ist der schönen Gegenstände nicht wert. Die kannst du nur mit irgendwas draufschmeißen. Entweder eine Bombe oder... Oder so. Du Fuchs. Nicht schlecht. Gewusst wie. Ach, das kann ich nicht. Ja, das geht leider nicht. Das geht leider nicht. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich das Steuerkreuz besser finde. Oh, wegen solcher Geschichten. Du, ansonsten nehmen wir in der nächsten Aufnahme ist ja schon wieder ein anderes Pad. Wir haben einen Third-Party-Controller mal genommen, weil da ein größeres Digitalkreuz drauf ist als auf den Standard-Nintendo-Controllern.
Gut. Aber auch eine schöne Animation, finde ich, wenn er durchs Gras geht. Einmal Bomben bitte hier. Einmal Bomben. Ja, erstmal die ganze. Ich muss mich schon dran gewöhnen, dass der die Bomben nicht erst hochnimmt, sondern direkt ablegt. Mhm. Das ist noch neu für mich. Rechts rüber? Nee, rechts rüber nochmal in den Wald rein. Wir wollten uns gerade mal kurz das Herzteil noch holen. Quasi jetzt einmal wieder den Weg zum Tempel. Mhm. Könnte sein, dass das so ein Kinstone-Eingang ist, der erst frei wird, wenn du was formiert hast. Ich mache mich aber nicht klein. Nee, gerade nicht. Jetzt hoch, genau. Und jetzt müsste es nämlich drankommen, weil das war ja der Moment, wo wir gerufen wurden auf einmal. Ich hätte mir es vorhin auch trotzdem einfach holen können, aber ich nicht dran gedacht. Es tut mir leid. Die Ablenkungen des Lebens. Es tut mir leid. Alles Wichtige, nur nicht die wichtigen Dinge. Das hatten wir vorhin auch schon mal, oder? Ja. Gibt's auch so eine schöne animierte YouTube-Geschichte mit die Ablenkung des Link. Oh Gott, Ganondorf vergewaltigt Prinzessin Zelda in diesem Baum da. Link, du musst ihr helfen. Aber ich muss doch noch die Hühner sammeln. damit ich von dem netten Bauern eine Flasche Milch bekomme. Ja, Hühner sammeln ist jetzt auch gleich dran. Ja. Das kannst du schon mal drauf einstellen. So, wieder den ganzen Weg zurück, ja. Ne? Ganzen Weg zurück, genau. Wir müssen quasi nochmal zu Link's Home. Wir müssen nach Home. Nach Home, genau. Genau, dann wieder da links. Und die nächste Möglichkeit runter. Stopp. Warte. Ne, eins weiter noch. Das ist leichter. Eins weiter nach links und dann runter. Und da können wir den Stein nämlich, das Windmal. Muss hier vorne sein. Träger der heiligen Macht des Windes. Kennen wir schon. Oh, schon wieder so ein Mal. Ich erschrecke mich jedes Mal wieder, wenn so eine Tafel explodiert. Das zweite Mal. Calm down. Jedes Mal. Ja, du kannst wieder hochgehen übrigens. Wir müssen nicht wirklich ins Haus, sondern nur... Ich wollte nur ein Zeug sammeln. Ja, ja. Alles gut. So, links. Weiter links. Links, links. Und da runter. Und da mal Bömmchen machen. Bald haben wir keine mehr. Da haben wir... Fehl, aber wir haben gar keine Flaschen dabei. Nö, aber jetzt wissen wir, wo die ist, auf jeden Fall. Also an der Heimat gibt es immer ein Feen. In der Heimat. Feen-Dings-Bummens. Gut, so ab nach Hyrule Town. Jetzt kommt der Herr Hurdy-Gurdy-Man, der uns erzählt, was das mit den Kinstones auf sich hat. Weißt du, was ein Hurdy-Gurdy ist? Du wirst es mir bestimmt gleich sagen. Das ist ein Musikinstrument. Echt? Ich glaube, zu Deutsch eine Leier. Ah, das kann sein, ja. Ich habe mein Handy jetzt nicht hier, um nachzugucken. Also dieses Ding, was du so drehst und... wie nennt sich das? Eine Leier. Ja, ja, Leierorgel oder irgendwie sowas. Ja, immer wieder die alte Leier. Sozusagen. Helf mir mal kurz auf die Sprünge. Wo bist du jetzt hingelaufen überhaupt? Ich bin runtergelaufen. Wie runter? Du sollst nicht runterlaufen, du solltest hochlaufen. Welches ist doch? Da, Hyrule Town. Ach so. Ach. Hättest du mal das Schild gelesen einfach, ja? Da hättest du sogar gestanden, dass es Hyrule Town nach oben geht. Oh, eine Katze. Und ein Spielmann. Da, eine Hurdy-Gurdy. Ein Kastenleier. Dann liest du den mal. Glücksfragmente zum Beispiel. Passen die Fragmente, geschieht etwas Tolles.
Unser kostenloses Angebot, Glücksbeutel zum Sammeln von Fragmenten. Einmalige Gelegenheit. Ja, ja, ein Glücksbeutel für dich. Kinder bekommen heute einen umsonst. Du bekommst auch einen. Glücksbeutel erhalten.